Wer hat letztes Jahr einen Security Nightmare erlebt? Boah, das sind ja jetzt nicht so viele, ne? Wer von denen hat den Security Nightmare persönlich erlebt, verursacht durch andere? Das sind jetzt auch ganz wenig. Und wer von euch hat einen Security Nightmare erlebt und war selbst dran schuld? Frank, ach Scheiße, ich bin wieder im anderen Modus. Entschuldigung. Das war gestern. Ich bin im Fefe-Modus. Entschuldigung, Ron. Frank, Ron, Security Nightmares. Knöpfe drücke. Hallo! Hallo! Moin, moin. Ja, herzlich willkommen zu den Security Nightmares, der traditionell letzten Veranstaltung des Kongresses vor dem Abschlussevent, der sich direkt nahtlos an diesen hier anschließen wird. Wir machen das jetzt zum wievielten Mal? 14. Mal. Guck da, Sie haben schon wieder das Inventar auf die Bühne gefahren und es spricht. Aha. Wer war beim ersten Mal dabei? Cool, so viele junge Leute. Für wen ist es das erste Mal? Oh. Cool. Okay, wir die Folien vom letzten Jahr, ne? Dann. Okay, wer von euch ist nur wegen Snowden hier? Also auf Deutsch gefragt, wer von euch ist Katastrophentourismus? Lass die Folien mal auf 4:3, da wird nichts mit 16:9 draus. 4:3 ist just fine, wir sind da ein bisschen oldschool. Ja, ja. Also wenn ihr wüsstet, was Ron hier noch als Präsentationsprogramm nimmt. Ist es genau, wir haben... Ich hatte hier ein paar alte Kumpels getroffen aus Hamburg und aus anderen Städten und wir haben uns über Dinge unterhalten wie den ersten Rechner und so, was man halt so macht. Und da kam das dann auch raus, nicht? So, wann hast du deinen ersten Rechner gekriegt, was war das für einer und wie enttäuscht warst du? Und einer meinte eben, na, und meine Eltern sind zu einem Informatiklehrer gegangen und haben ihn gefragt, was sie mir kaufen sollen. Und dann habe ich einen PC gekriegt. Und er wollte doch ein Atari ST. Und dann saß er also vor dem Ding mit diesem blinkenden A, also mit diesem A und diesem blinkenden Cursor, nicht? Und hat sich gefragt. In diesem Sinne eine Serviceansage für alle 10- bis 12-Jährigen, die heute zuschauen und die kein iPad bekommen haben. Eure Eltern lieben euch. Ihr wart bestimmt ein Wunschkind. Eure Eltern wissen, was sie tun. Sie wissen, es gibt keine tollen Apps. Es ist keine schicke Hardware. Es wird keine Updates geben. Es gibt keine Rechteverwaltung für Apps. Die Anzahl von Viren ist enorm hoch. Das WLAN-Passwort wird bei Google gespeichert. Und der Heise Verlag hat in 2 Tagen es nicht geschafft, es löschen zu lassen, also bei einem Test. Das wissen die alle. Sie wollen, dass ihr daran verzweifelt. Sie wollen, dass ihr CyanogenMod installiert und euch die Hardware untertan macht. Und es ist auch okay, dass das Gehäuse auf Plastik ist, weil dann kommt man besser an das JTAG ran. Und es macht nichts, wenn man es vor Ende der Garantiezeit öffnet. Das ist euer Auftrag. Irgendwas piept hier. Ah, danke. Ja, die Agenda kennt ihr schon. Wir reden über Security Nightmares, solche, die wir haben wollen, weil sie vielleicht was ändern, solche, die wir nicht haben wollen, die dieses Jahr doch relativ reichlich waren. Ja, wir wollen auch natürlich ein bisschen dafür sorgen, dass ihr vorgewarnt seid, mit euch zusammen natürlich. Und ja, manchmal haben wir auch recht mit unseren Glaskugelblicken. Genau, wir kommen ja gleich zum 10-Jahres-Rückblick. Aber manchmal hat man den Eindruck, es geht weiter, aber nicht vorwärts. Den Satz haben wir letztes Jahr schon gesagt. Beispielgefällig. Ping of Death für IPv6, alle Windows-Versionen. Also was wir festgestellt haben, ist sozusagen dieser Spruch, dass sich die Geschichte wiederholt, der gilt auch und insbesondere für IT-Security. Also die Bugs kommen immer alle wieder in anderer Form, in Emulatoren, in anderen Protokollen, in alten Stacks, die plötzlich viel wichtiger werden. Also es lohnt tatsächlich auch, sich sein altes enzyklopädisches Wissen über Bugs aus den 90ern nicht allzu sehr vergammeln zu lassen. Man kann da immer wieder was mit anfangen. Genau. Ein bisschen Publikumsbefragung. Browser-Plugins wollten wir mal abfragen, ja. Aber nicht das langweilige Zeug wie Adblock oder so oder NoFlash, das hat ja sowieso jeder, sondern sowas wie Ghostory. Ja, doch. Wer es nicht hat, lohnt sich, also augenöffnend. Certificate Patrol. Ach, weniger. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was haben wir noch? Disconnect? Ah, okay, noch weniger. Da hatte ich ja die Reihenfolge richtig. Genau, und jetzt die Frage, die wir eigentlich seit 15 Jahren, fast 15 Jahren stellen. Wer hat hier ein Zigbee-Gerät? Ein Zigbee-Gerät? Wer weiß noch, was Zigbee ist? Okay, okay, okay. Ja, wir haben so ein bisschen überlegt, wie können wir dann eigentlich den Status der IT-Security im Jahre 2013 zusammenfassen, nach dem, was wir jetzt alles gelernt haben, insbesondere seit dem Sommer. Und eigentlich sind wir dann nur mit einem Bild rausgekommen. Naja, erstmal war die Frage, wir setzen uns hier einfach hin und lachen hysterisch eine Dreiviertelstunde. Genau. Weil, ja. Und dann haben wir gedacht, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja. Also ich glaube, in all der Zeit, wo wir diese Show machen, war es nie so oft so, dass ich dass ich dachte so, ach naja, so eigentlich wäre so ein Job so mit Blumen züchten oder so Gärtnern oder irgendwas mit Holz oder so, wäre vielleicht auch okay. Das ist natürlich erstmal ein Schock, nicht? Alles das, worüber wir gelacht haben in den Hollywood-Filmen, das ist alles echt. Ja. So, ich will die Daten von seinem Mobiltelefon. Plum. Genau, mach mal alle Ampeln grün von hier bis zum Flughafen. Ja, diese Dinge. The front fell off. Und wie viele von euch dachten dieses Jahr auch so ein bisschen drüber nach, so Gärtnern wäre vielleicht nicht so schlecht? Da gibt es was für nachher für euch in der Wikipedia nachlesen, und zwar ein Programm namens Venona, vorne mit V. Und dabei handelt es sich um ein Programm, wo die Amerikaner einfach mal alles, was sie an so Funksprüchen von damals sowjetischen Agenten mitschneiden konnten, mitgeschnitten haben, obwohl sie sie nicht entschlüsseln konnten. Und dann irgendwann haben sie festgestellt, ach na, da liegen noch so viele verschlüsselte Funksprüche rum, lass uns doch mal gucken, ob wir da was damit anfangen können. Und dann begab es sich, dass zuvor Stalin an die Macht gekommen war, eine ganze Weile vorher, und der hatte so eine gewisse gestörte Beziehung zu Intellektuellen und dann auch zu Mathematikern und Kryptografen, was dazu führte, nachdem sie genügend von denen erschossen und in die Lager gesteckt hatten, der Geheimdienst angefangen hat, die One-Time-Pads, die sie für die Agenten benutzt haben, zu recyceln und nochmal zu benutzen. was dann dazu führte, dass die Amerikaner dann über diverse Jahre hinweg die ganzen sowjetischen Agentensysteme aufgerollt haben in den USA, weil sie die halt einfach geguckt haben, wo die One-Time-Pads nochmal benutzt wurden. Und wie wir alle wissen, bei XOR kann man dann relativ einfach den Schlüssel herausbekommen. Genau, ein Second-Time-Pad, ja. Und aus dieser Lehre heraus speichern die jetzt halt einfach alles mit, weil man weiß ja nie. Und so, wenn man sich so überlegt, was wir alles so verschlüsseln, ne? Das ist hoffentlich doch relativ viel. Und die speichern es trotzdem alles mit, weil sie hoffen, dass sie eines Tages trotzdem noch rankommen können. Ja, und dann sagt man, okay, fair enough. Darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten hier, ich glaube vor vielen Jahren, über diese Frage, wenn man einen Schlüssel wählt, für welchen Zeitraum wählt man den? Ja, irgendwie für den Zeitraum der Kampagne, also was weiß ich, im Sinne von Kriegsführung, wie lange muss es aushalten und diese Geschichten? Fair enough. Aber warum haben Sie es kaputt gemacht? Warum haben Sie die Front angesägt, dass sie jetzt runterfällt? Ja, und da fragt man sich schon, warum denken Sie, dass wenn Sie jetzt die Kryptos sabotieren und die Standards sabotieren und damit das Internet für alle kaputt machen, oder wie Bruce Schneier sagt, die US-Regierung hat das Internet verraten, ja, they broke it for everyone und so weiter, dann ist es ja eben nicht nur für jetzt uns, sondern für die ganzen Firmen, auch die amerikanischen, die das benutzen und ihre eigenen Geheimnisse zu sichern haben. Und da denkt man irgendwie, glauben die denn, sie sind die Einzigen, die mithören? Glauben sie denn, sind die Einzigen, die versuchen, die Sachen zu entschlüsseln? Die Annahme bisher war ja immer, wenn sie was kaputt machen, also Krypto oder Standards oder so, dann machen sie es nicht an Punkten, wo es ihnen selber schaden könnte. Ja, so wie früher, als Krypto noch exportgut war, ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnert, und es von bestimmten Software 3 Stück gab. Ja? Einmal für den amerikanischen Markt, hatte 128 Bit, und einmal für den europäischen Markt, das hatte dann, was weiß ich, 64 Bit oder 56 Bit. Und dann natürlich nochmal was extra für die Franzosen, das hat dann ein paar Bit mitgeschickt, damit der französische Geheimdienst das nicht so schwer hatte. So, und da gab es einen schönen Namen für, der Name war Workload Reduction Field. Ja. Genau, und das gab es früher, und da konnte man sagen, okay, die Ami-Firmen, die konnten dann irgendwie besser verschlüsseln und so. Und jetzt ist aber für alle angesägt, kaputt gemacht. Und wahrscheinlich, weil sie irgendwie denken, dass die anderen die sind nicht so schlau wie wir. Oder ist es ihnen egal? Ist es ihnen egal? Ja, vielleicht ist es ihnen auch einfach egal. Weil, also ich meine, wenn man in so einer Offense-Geisteshaltung ist, wo man halt, also es einem wichtiger ist, dass man weiß, was die anderen denken, als dass die anderen nicht wissen, was man selber denkt, dann kann man schon zu solchen Einschätzungen kommen, dass man sagt, okay, ist gut, wir machen zwar unsere eigene Defense ein bisschen schlechter, aber dafür können wir bei allen anderen reingucken. Das landet dann schnell in so einem, wie war dieser schöne Begriff, Wilderness of Mirrors, also die Labyrinthe aus Spiegeln, in denen man nicht mehr weiß, was man selber denkt, was die anderen gedacht haben. Genau, da gibt es übrigens Terry Pratchett-Witz mit den Spiegeln und Oma Wetterwachs. Ich hätte gedacht, jetzt lachen mehr. Egal. Gut, aber es wird Ihnen natürlich ins Gesicht explodieren, die ganze Aktion, ist ja klar, weil wenn sich früher viele gesagt haben, ja, das basiert auf einem amerikanischen Standard, da hat die NSA dran mitgearbeitet, ist es bestimmt rock solid. Die wissen ja, was sie tun. Die wissen ja, was sie tun. Und niemand hat so richtig daran gedacht, dass sie vielleicht zu gut wussten, was sie tun. So, und jetzt ist die Ansage, auch wenn die NSA dran mitgearbeitet hat, dann ist da vielleicht eine extra Hintertür drin. Lass mal nachgucken gehen. Ja, und jetzt werden nicht nur die Verrückten nachgucken. Sondern die dafür bezahlt werden oder die das, was sie finden, verkaufen. Und wenn die Amis denken, dass sie die Einzigen sind, die zahlen, dann ist das wahrscheinlich der nächste Fehler. Naja. vor 10 Jahren. Wer war da? 20C3? Ja. Okay. Das heißt, wenn nicht so viele Leute merken, dass du die Folie manipuliert hast. Was? Es werden nicht so viele Leute merken, dass du die Folie manipuliert hast. Wir haben damals gesagt, das kommt die Zeit, wo die Leute sagen werden, ich war es nicht, mein Bügelbrett war es. Das ist 10 Jahre her. Okay, das war nicht das Bügelbrett, sondern das Bügeleisen. Genau, wir haben ja nur leicht daneben gelegen. Ja. Ihr erinnert euch, dieses Jahr wurden in Russland Bügeleisen gefunden, in denen zusätzliche Elektronik eingebaut war, die sich in WLANs eingebucht und dann böse Dinge getan hat, in Bügeleisen. Und ich meine, da muss man sich mal überlegen, so die Economy of Scale dahinter, ne? Also wie viele Leute kaufen Bügeleisen, wie viele von diesen Leuten haben einen WLAN, wie viele von diesen Leuten haben irgendwas Interessantes in diesem WLAN und haben ihr Bügeleisen am Strom in Reichweite des WLANs. In Reichweite des WLANs ist es immer, oh komm, wir fragen mal, wer von euch hat ein Bügeleisen? Auch viele. Wer bügelt mehr als, sagen wir mal, 2 Stunden die Woche? Okay, hier haben also eine Menge Leute ein Bügeleisen, aber es hat nur 2 Stunden pro Woche Strom. Wer von denen, die... Nee, vom Akku stand nichts in dem Artikel. Bestimmt hat es keinen Akku. Akkus sind doch so teuer. Naja, vor allen Dingen, man stellt sich mal vor, die bauen da mal einen Lithium-Akku ein in so ein Bügeleisen. Das wird ja auch ein bisschen... Das könnte den einen oder anderen Brandfleck geben. Machen wir doch meine Statistik nicht kaputt. Also die 2 Stunden pro Woche hat das Ding Strom und kann sich in Wireless LANs einbuchen. Wer von euch sieht noch unverschlüsselte Wireless LANs, wenn er bügelt? Ja, doch, einige, ne? Ja. Ja. Und das lohnt sich offensichtlich, ja, ein Bügeleisen auf den Markt zu bringen, das dann 2 Stunden pro Woche Strom hat und dann vielleicht, aber vielleicht auch nicht, einen Wireless LAN sieht, wo es sich einbuchen kann und dann Spam verschicken kann oder was auch immer die Dinger gemacht haben. Und es lohnt sich schon. Ja, Hotels, klar, logisch. Klar, kann schon sein. Aber das ist, ich finde, das ist schon was wert. Ja, das lohnt sich jetzt. Die Frage ist ja dann... Ist das so ein Fall wie bei LG und den Fernsehern? Ne, habt ihr mitgekriegt, LG-Fernseher, telefonieren nach Hause und erzählen, was ihr so geguckt habt, welche Apps ihr laufen habt lassen und wie die Dateien hießen auf den Memory-Sticks, die ihr an der Seite reingesteckt habt? Das ist nur reine Statistik, ne? Ja, das kam dann raus und dann haben die gesagt, ja, das brauchen wir schon. Das ist eine wesentliche Funktion zur Verbesserung der Nutzererfahrung. Genau. Also die haben das und dann haben sie eine neue Version rausgebracht und die hat dann nicht mehr ganz so viele Daten abgegriffen. Aber das war es auch, ja. Und dann denkt man, okay, die bessern sich damit die Rendite auf, ne, indem sie die Daten verkaufen wahrscheinlich. Und machen das die Bügeleisenhersteller jetzt auch schon? Ist das Teil des Business Cases, ja? Ah, wir können dieses Bügeleisen nicht für mehr verkaufen als für $12. Ja, dann machen wir halt noch für 50 Cent einen WLAN-Chip rein und verkaufen die Ergebnisse für 60. Profit! Und ich meine, wenn wir uns so angucken, so was immer so hieß, so vor so ein paar Jahren, erinnern wir uns dunkel, so Internet of Things, ne? Also dieses, alle Geräte werden intelligent vernetzt sein und tolle Dinge mit uns tun oder für uns tun. Da hat niemand dran gedacht, ne? WLAN in Bügeleisen. So, da kann man bestimmt noch mehr machen, ne? Also was fällt euch denn noch so ein, wo man noch überall ein Netzwerk einbauen könnte? Hat jemand Waschmaschine gesagt? Ja, Kühlschrank. Hat irgendjemand von euch eine Waschmaschine mit Ethernet-Anschluss? Ja, eine Gasheizung, das haben wir mitgekriegt, das kommt noch. Okay. Sextoy mit Bluetooth? Oh, da ist der Scheu. Ja. Jedenfalls war vor 10 Jahren schon klar, man kann kein Vertrauen mehr in sein Telefon haben. Wer von euch vertraut seinem Telefon? Du hast noch einen Nokia 1011? Ja, schon hart, ne? Ja, damals war gerade das hörte das Internet fast auf wegen E-Mail und Spam und so. Und da dachten wir dann auch, Fax kommt wieder. Ja, ich meine, wer von euch hat keinen Fax? Aua, auch doch zu viele, ja? Na gut, okay. Wer von euch hat denn noch einen Fax? Ja, das ist deutlich weniger. Naja, also ich meine nicht ein elektronisches Gerät, das das Protokoll Fax spricht, sondern ein Gerät, wo so Papier rein und raus geht. So, und, ja, gibt's auch noch. Guck mal, das vorzugsweise noch so auf so Thermopapier. Okay. Ja gut, da hat sich nicht so richtig ereignet, diese Fax-Renaissance. Ne? Ja. Ja. Dann dachten wir, Continental Blinken Lights kommt. Und das war, glaube ich, bevor irgendwie rauskam, wie schlimm das mit SCADA ist und Anschluss ans Internet und so. Und wir haben ja jetzt auch Continental Blinken Lights, nur auf anderen Ebenen. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr in dem Vortrag wart von dem Menschen, der diese IP-Pakete rausschickt in großer Menge. Und dann guckt, wer antwortet und dann das gemacht hat, mal während so ein Taifun lief und dann geguckt hat, wo das Internet ausgegangen ist. Der hatte dann schon Continental Blinken Lights auf seinem Schirm zumindest. Und wir sehen da aber Potenzial mit den Smart Mietern. Nein, ist alles Quatsch. Wieso? Quatsch, du, weil du da du fällst auf die Propaganda rein, ja. Ich habe jetzt so ein Ding, das kann gar nichts. Doch. Das kommt aus der Packung raus und nennt sich EHZ, elektronischer Haushaltszähler. Manche Leute nennen es Smart Meter und manche Leute nennen es noch ganz anders. Es ist ganz furchtbar, dass sie keinen einheitlichen Namen dafür haben, wenn du rauskriegen willst, was es denn nun kann und was es nicht kann und welche Schnittstelle wohl normal ist und welche nicht und S0 und D0 und Impulsgeber und 1000 pro Kilowatt oder 10.000 pro Kilowatt oder 100.000 pro Kilowatt und es kommt aus der Box raus und es kann erstmal gar nichts. Es kann mir immerhin den aktuellen Verbrauch anzeigen in Watt, das ist toll, weil da muss man nicht mehr diese roten Umdrehungszahlen umrechnen. Mit der Stoppuhr, da stehen wir schon. 1, 2, 3, 4. Dafür nimmt man einen Optokoppler. Was? Dafür nimmt man einen Optokoppler. Naja, jetzt. Die Optokoppler, die es gab, die waren doch auch alle dreckig, weil die keinen Rückkanal hatten und du dann nicht wusstest, ob das Paket ankam und so. Und jetzt haben sie die Dinger mit dieser D0-Schnittstelle, was eine optische Schnittstelle ist, wo du dann hier diesem einen netten Menschen da eine Mail schickst und sagst, bau mir mal so ein Ding. Und dann, naja, lassen wir das. Und dann kriegst du dieses Ding mit USB-Anschluss. Und dann musst du noch eine Software selber suchen, weil wenn du anrufst bei Vattenfall und sagst, ich habe da so einen Prospekt gesehen, wo so eine glückliche Familie auf ein iPhone starrte und ihren Verbrauch sah und das ging über so eine weiße Kiste, die unter der Decke hing, die an so einer anderen weißen Kiste angeschlossen war an diesem elektronischen Haushaltszähler und das will ich jetzt haben. Du willst auch glücklich lächelnd auf dem Sofa auf dein iPhone gucken? Ja. So, ich habe nicht mal gefragt, was es kostet. Ich habe gesagt, ich will das haben. Und was haben die gesagt? Die haben gefragt, wohnen Sie in Berlin da im Märkischen Viertel oder in der Hamburger Hafen City, in den Pilotgebieten? Nein. Ja, dann nicht. Naja, du übersiehst aber da ein Detail, nämlich warum wollen Energieversorger diese Smart Meter haben? Also sie wollen die eigentlich nicht, jedenfalls die kleineren insbesondere nicht. Es gibt nur eine Funktion dabei, die sie eigentlich gut finden daran, nämlich die Möglichkeit, dir den Strom abzuschalten, wenn du deine Rechnung nicht bezahlt hast. Nee, kann das Ding nicht. Nein, kann dein Gerät noch nicht, aber es ist tatsächlich etwas, was die nächste Generation können soll, dass sie also Subscriber-Management, wie es so schön heißt, aus der Ferne machen können wollen. damit du, wenn du also deine Rechnung nicht bezahlst, die dann nicht mehr jemand. Das Einzige, was das Ding kann, ist mehr Strom verbrauchen als das alte. Also da haben wir offenbar Dissens, aber ich glaube immer noch an Blinkenlights. Aber ein wichtiges Detail, also über das Subscriber-Management, ne? Ein wichtiges Detail, diese Geräte werden ja millionenfach verbaut, ne? Also richtig so mehrere Dutzend Millionen, wenn man so Europa betrachtet. Und eine der interessanten Fragen dabei ist natürlich, was passiert eigentlich, ist da Krypto an? Ne? Also, da steht ein Key vorne drauf, so ein Public Key steht vorne drauf, also ist Krypto drin, muss ja sein, bestimmt. Und zertifiziert von der NSA oder so. Also ganz tolles Zeug. Und die Frage ist, wie viel Strom kostet das eigentlich, da die Krypto anzumachen? So, und, also ich meine, und wenn man das dann mal umrechnet, so eine Smart Meter Deployment, so sagen wir mal europaweit oder weltweit, da kann man bestimmt schon ausrechnen, um wie viel da die globale Minimumtemperatur steigt. Dadurch, dass man Krypto anmacht. Ja, das wären wir ja bei Krypto. Vor 10 Jahren die Umbenennung von OpenSSH und SSL in Wide OpenSSH und SSL? So, SSH hat sich zum Glück gefangen, SSL nun ja. Genau, was war das jetzt? Defacing und der Zufallsgenerator ist nichts, ne? Ja, jedenfalls deswegen gehen wir drüber hinweg. Ja, ja, es ist an der Zeit, das mal zu ersetzen. Ja. Genau, das einzig Schöne, was man sagen konnte, ist, dass dieses Elliptic Curve-Dingens da gar nicht funktioniert hat, nie funktioniert hat und es nie jemanden gestört hat. Ja, Wahlcomputer, da lagen wir, glaube ich, richtig, ne? Ja. Können wir sagen. Aber es ist immer noch nicht tot, das Thema, ne? Ja, aber ich meine, es röchelt noch, aber jetzt nicht mehr lange so, also ist halt... Also wie alle diese Themen haben die natürlich so eine gewisse Neigung zum Zombietum. Da kommen so Brains, wieder so hochgestiegen. In diesem Fall kommen sie dann so wahrscheinlich als Online-Wahlen wieder, ja, wo wir uns dann noch schon sehr darauf freuen können. Das wird ein großer Spaß werden. Genau. Aber was auch eine Weile raus war aus den Schlagzeilen war Source-Code-Management-Systeme. Damals haben wir natürlich noch von CVS gesprochen. Inzwischen reden wir über GitHub, ne? Und diese Geschichten wie einfach mal eine Suchfunktion über GitHub jagen und nach Private Key suchen. Aware. Arbeiten die daran, dass sie schlechten Code bald nicht mehr entgegennehmen? Ich glaube nicht. Wozu sollten Sie es tun? Dann kannst du die Webseite zumachen. Weil man dann die Webseite zumachen kann. Naja, aber eigentlich wäre das doch was so. Da noch mal ein bisschen. Vielleicht sollten Sie da einfach ein Entertainment-Programm draus machen. Wir hatten ja früher auf dem Kongress so Codelesungen, wo sich die Leute auf die Bühne gesetzt haben und so ihre Lieblingsstellen an schlechtem Source-Code vorgelesen haben. Ich glaube, wir sollten sowas mal wieder machen. Das könnte unterhaltsam sein. Du meinst, bei GitHub brauchen wir Naming and Shaming? Ja, naja, also... Wenn du diesen Code committen willst, sagen wir allen deinen Facebook-Freunden Bescheid. Du meinst, du kannst ihn committen, aber... Aber alle werden wissen, wie schlecht er ist. Oder du gehst nochmal zurück und arbeitest noch ein bisschen dran. Wie bitte? Also ich träume ja da immer so davon, so wenn ich dann so richtig, richtig schlechte Software sehe, dann denke ich mir so, eigentlich, wenn ich mal so richtig reich wäre, dann würde ich gerne so Leute wie so Blackwater oder so dafür bezahlen, dass sie so nachts um 4 mal so einen Hausbesuch machen bei dem Autor des Codes, den mit einem kalten Eimer Wasser ins Gesicht wecken und ihm seinen Code vorlesen. Mhm. Ja. Wir haben vor 10 Jahren erklärt, dass 1024-Bit RSA-Schlüssel vielleicht nicht mehr State of the Art sind. Na, wer hat noch einen 1024-Bit RSA-Key? Ja, ist auch peinlich, ich gebe es zu. Ja, wer kennt jemanden, der in 1024 wird? Ja, genau. Okay, wer von euch hat so eine Krypto-Chip-Karte in der Hosentasche? Hä? Und wer von euch ist sich sicher, dass da kein 1024-Bit RSA-Key drauf ist? Ich guck mal nach. Die wissen alle, dass das unter 100 sind. Gut, und wir hatten bessere Schadensroutinen gefordert. Da kann man sich jetzt drüber streiten, oder? Ob wir bessere Schadensroutinen sehen. Ja. Es hat sich so ein bisschen eingependelt auf, dein Computer ist jetzt gesperrt, weil wegen, und du kriegst ihn erst zurück, wenn du uns Geld überweist. Oder deine Daten sind jetzt verschlüsselt und du kriegst sie erst wieder, wenn du uns Geld überweist. Und mit Countdown habe ich gesehen, also so mit Countdown, du hast noch 3 Tage, 2 Stunden und 1 Minute, ups, jetzt sind es nur noch 3 Tage und dann wird der Zähler aber wieder hochgesetzt, wenn man glaubhaft versichern kann, dass man gerade daran scheitert, Western Union zu bedienen. Oder sich Bitcoins zu besorgen. Genau. Aber es gab schon innovative Schadensroutinen, also zum Beispiel, also gut fand ich zum Beispiel die dir suggeriert, indem sie den Browser hijackt, und darauf achtet, dass, ob du in einem Online-Banking bist, dass die suggeriert dir, dass du Geld überwiesen bekommen hast. Na, die sagt dir, auf deinem Konto ist jetzt mehr Geld, als du eigentlich da erwartest. Und so summiert das auch alles prima auf. Und dann kommt da so eine Messagebox und sagt, hey, du hast da Geld überwiesen bekommen, was dir gar nicht gehört, überweist das mal zurück. Und dann willst du das Geld zurücküberweisen. Und dann hilft dir alles nichts, kein Authenticator, kein Two-Factor, nothing. Du willst es zurücküberweisen. Die fand ich schon ziemlich fortschrittlich. Und die Erpressungsroutinen werden ja auch immer härter, ne? So mit Fotos von Merkel, die streng guckt. Oder wenn, dass das Ding dann das Bild einblendet, dass es über die Webcam sieht. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Ja, das Thema Exploit-Veröffentlichung hatten wir auch damals schon. Ne? Also ja, und damals haben wir aber gesagt, weil die Softwarehersteller so schlecht reagieren auf Kontaktierung mit hier haben wir einen Bug gefunden und fix den mal, und dann gähnen die alle rum und sagen, ja, vielleicht später, dass wir gesagt haben, es wird mehr veröffentlicht werden, damit die Softwarehersteller in die Puschen kommen. Und was ist jetzt eigentlich passiert? Was ist die aktuelle Reaktion, wenn man irgendwo was einreicht? Wenn du Pech hast und es in den USA tust, bekommst du erstmal ein Schreiben vom Gericht oder vom Anwalt. Ja. Das, also alle Incentivierungen gehen mittlerweile dahin, dass du einfach deine Bugs an die NSA verkaufst. So, die Community sagt, no more free Bugs, weil irgendwie sollen wir den Softwareherstellern die Bugs for free geben, also verkaufen wir sie lieber an schattige Gestalten. Die Hersteller sagen, wir wollen deine Bugs nicht kennen, weil dann müssen wir uns ja darum kümmern, also verklagen wir dich mal lieber, bevor du sie disclosed. Das heißt, die Situation hat sich eigentlich seit 2003 eher verschlechtert. Es wird zwar mehr publiziert insgesamt, was aber auch einfach viel damit zu tun hat, dass es einfach viel mehr Bugs gibt, weil viel mehr Technologie da draußen ist und viel mehr Leute drauf gucken. Aber die Situation des Security Researchers an sich hat sich tatsächlich nicht verbessert. Und solange da nichts passiert, wird es auch nicht besser werden. Ja. Gut, schauen wir mal auf das Internet-Normalitäts-Update 2013. Was ist gerade normal? Normal ist, dass 25% der Deutschen kein Online-Banking benutzen, weil sie Angst vor Trojanern haben. Es gibt im Internet 40 bis 50 Millionen potenzielle UPnP-Opfer. Das sind die Plasterrouter-Zombies. Aber Virenscanner sind bei 100% Erkennungsrate, wenn man eine Woche wartet mit dem Öffnen der Mail. Nee, ich konnte die Mail nicht öffnen, war ein Anhang dran. Erstmal eine Woche warten. Genau, erstmal eine Woche abhängen. Also, naja, ich meine eigentlich, das wäre auch ein interessanter Gedanke zur Entschleunigung, ne? Also wenn man sagt, okay, man lässt erstmal so alle E-Mail erstmal eine Woche in der Quarantäne. So wie früher so die Schiffe, wenn sie in so einen Hafen ankamen, mussten sie auch erstmal 30 Tage auf der Reede bleiben und eine gelbe Flagge hissen. Und dann, wenn dann nichts ausgebrochen war in der Zeit auf diesen Schiffen, dann konnten sie dann in den Hafen laufen. Genauso muss man genau, die Überlebenden durften dann einlaufen. Ja. Vielleicht muss man es so mit E-Mail machen. Lassen wir erstmal eine Woche liegen, bis die Virenscanner geupdatet sind, dann scannt man sie und dann guckt man rein. Ja, aber es ist ja tatsächlich so, ne? Das, was noch durchkommt, wenn man das dann hochlädt zu Virus Total, dann hast du da eine Erkennungsrate von 1 von 46 oder so. Ne? Schon nix. 47% der Internet-User sind Opfer von Internetkriminalität geworden. Den hier. Ah, ja. Virenscanner, ja? Mikro 3. Witzige, also was sehr Interessantes passiert bei den Virenscannern. Ich dachte, inzwischen sind die ja alle echt top und so. Und naja, und da war halt so ein älterer Rechner, der halt irgendwie so ein halbes Jahr nicht mehr im Internet war und dementsprechend keine aktuellen Signaturen hatte und so, der jetzt wieder verwendet werden sollte und dann mal gescannt werden sollte. Da haben erstmal 3 verschiedene Antivirenhersteller gesagt, da ist kein Virus. Ich habe ein bisschen mit dem Rechner gearbeitet und habe gesagt, naja, der verhält sich komisch, da ist ein Virus. Habe dann ein bisschen tiefer geguckt und da war ein Virus und das Virus war eigentlich uralt. Das war nämlich, im Prinzip war das der alte Konfikerwurm, nur dass da irgendeiner halt so ein kleines bisschen da drin halt rumgepfuscht hatte und das halt nicht mehr ganz original der gleiche Code war. Vom Prinzip her war es aber der Code. Und das hat weder Avast, also Avast hat es nicht auf Anhieb gefunden. Ja, gut, ist halt aber 32, ist halt aber 32, okay, hat es nicht gefunden und schneller. Ja. Also das fand ich zumindest sehr interessant. Also ich meine, Virenscanner, ich finde Virenscanner immer so ein interessantes Phänomen. Ne? Also es ist halt eine Software, die Executables aus dem Internet nachlädt, sie mit möglichst hohen Prioritäten auf deinem Computer ausführt, die Zugriff auf alle Speicherbereiche und alle Bereiche der Festplatte hat und irgendwie glaubt man, dass es einen sicherer macht. Ich finde das immer ganz merkwürdig. Und wenn man sich dann so anguckt, so wenn man so die Audit Reports sieht, so von so, wenn Leute sich dann mal irgendwie diese Virenscanner angeguckt haben, so, dann das scrollt dann immer so mit irgendwie den Angreifbarkeiten allein dieser Virenscanner, weil die natürlich, die laden halt so diese komischen Signaturfiles nach, die sind groß, sind Binary, komplexe Datenformate, kann nur schief gehen. Und ja, also ich denke mal irgendwie die Frage, wann Leute anfangen, diese Virenscanner systematisch hops zu nehmen, haben wir uns ja schon mehrfach gestellt. Ja, aber das ist inzwischen Standardrepertoire von so einem Trojaner, ne? Ja. Da gibt es einen, der kann eine Fehlermeldung in 10 verschiedenen Sprachen faken, die er dem Benutzer vorsetzt, damit der dann sein Passwort eingibt und damit effektiv den Virenscanner ausschaltet. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wo diese 47% hier ist. Wie viel von euch wurden denn schon Opfer von Internetkriminalität? In den letzten 10 Jahren. Und wer kennt wen, der schon Opfer von Internetkriminalität wurde? 47% hört sich viel an, oder? Das ist bestimmt auch jedes Mal, wenn jemand eine Spam-Mail gekriegt hat, hat er gesagt, jetzt bin ich Opfer von Internetkriminalität geworden. Naja, oder eine Mail mit einem fishy Anhang. Ne? Also ich vermute mal, es ist eine Zahl vom BKA und wir ignorieren die einfach. Frank? Noch ein Hinweis zu den, ja. Noch ein Hinweis zu den Virenscannern. Der Case war dieses Jahr, zu den Security Nightmares dieses Jahr. Ist einfach zu schön, um ihn euch vorzuenthalten. Ich hatte den Case, dass der Virenscanner auf den Chef-Laptops die Schadsoftware nicht erkannt hat. Die waren nämlich in den Signaturfiles des Virenscanners gespeichert. Und wir bekommen ja auch ausreichend Hilfe dadurch, dass die meisten Virenscanner da draußen ja auch ASLR unter Windows deaktivieren und uns andere... Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, genau. Identitätsdiebstahl, gut. Genau, 5%, USA. Mhm. Also vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit dieses Identitätsproblem noch mal kurz ansprechen. Ne? Also eines der Dinge, die sich gerade so abzeichnen, ist ja eine Umstellung von expliziter Identifizierung auf sozusagen Fuzzy Authenticators, nennt sich das. Und das heißt, alles, was man so macht und wo man so ist mit seinem Computer, also wo man ist, in welchen Netzwerken man ist, was so für Cookies im Browser angesammelt sind, die ganze Fingerprinting vom Browser und so weiter und so fort, History, das alles formt sich ja, da sind genügend Bits drin, um eine Identität abzubilden, auch wenn man sich nicht explizit einloggt. Und wir sind mittlerweile so weit, dass intern so einige Online-Versender sagen so, naja, also eigentlich müssen wir die Leute sich nicht mehr einloggen lassen, weil wir kennen sie gut genug aus dem, was da so kommt, um ihnen bis zu einem bestimmten Betrag, keine Ahnung, 50 Euro, 100 Euro, den Kram auch einfach so rauszuschicken an die Adresse, von der sie vermuten, dass es das ist. Weil reicht halt Identität. So, was halt dann heißt, dass man der nächste Schritt des Identitätsdiebstahls wird dann abhängig von mehr Bandbreite, weil man dann erstmal das gesamte Browser- und sonstige Image von dem Computer des Opfers runterladen muss, um ihn sauber zu emulieren. Ja, also mehr Bandbreite führt zu mehr Identitätsdiebstahl. Was die Leute mit den 100 Gig hier gemacht haben, da kommen wir gleich noch dazu. Genau, 94% der Java-Plugins da draußen sind veraltet. Müssen wir nicht kommentieren, oder? Ja. 35% der Mobilgeräte ohne Passwort in Europa. Lassen wir mal so stehen. Und die großen Botnetze haben inzwischen mehr als 1 Million Bots. Das sind, glaube ich, die PC-basierten Botnetze, ne? Weil routerbasiert müssten eigentlich noch viel, viel größer sein. Ja, und ich weiß nicht, was ist auf den Spielkonsolen schon was los? Die sind doch mittlerweile auch alle online. Na, Bügeleisen. Gut, 10% der deutschen Webseiten sind verseucht. Naja. Das ist ein hoher Prozentsatz angeblich. In den USA sollen es weniger sein. Keine Ahnung. Ad-Networks, ne? Also Adblocker ist eine Sicherheitsmaßnahme, nur falls euch mal wieder jemand von der Presse fragt, warum ihr Adblocker laufen lasst. Wegen der Sicherheit. Genau. Auf einer Sache wollte ich noch rumhacken, also bei diesen 40 bis 50 Millionen potenziellen Opfer durch dieses UPnP, also Universal Plug and Play Protokoll, das Router dann auf der externen Schnittstelle auch zur Verfügung stellen, obwohl das eigentlich nur nach intern offen sein sollte. Da war ja der interessante Punkt, dass wenn man sich so die 200 Hersteller anschaut, für die man sich das angeschaut hat, 75% von denen sich auf nur 4 verschiedene Entwicklerkits abstützen. Ja? Das heißt, da gibt es so eine Monokultur, möchte man fast sagen, von Entwicklerkits für dieses UPnP-Protokoll, das alle verwenden und wo auch offensichtlich uralter Code unterwegs ist, weil es dann Code mit Fixes schon seit 2 Jahren gab, als das rauskam und die Dinger eben einfach nicht up-to-date sind. Gut. Was ist mit E-Government gelaufen dieses Jahr? Einiges, ne? Also so Public Sources Auswertung nimmt zu, ja, können wir festhalten. Also ist mittlerweile eigentlich der Standard geworden, also Social Media auszuwerten, machen sie alle. Genau, und wir warten da eigentlich auf die Sockenpuppen-Gegenbewegung. Also, ja, also wenn dann plötzlich auf Twitter alle sagen, wir biegen jetzt rechts ab und die Leute biegen tatsächlich links ab. Oder 2 Millionen Sockenpuppen sagen, wir gehen übermorgen mal in Berlin demonstrieren. Da. Also ist ja nicht so, dass man sowas nicht auch kaufen kann, ne? Also so kleine Spendenkampagne ist doch billiger als Demonstranten kaufen, ne? Facebook-Freunde kaufen geht viel billiger. Ja, das fällt dann wieder auf, ne? Genau. Was war noch? Was kam noch raus? Stuxnet ist schon seit 2007 im Umlauf. Das sind ja die spannenden Sachen, oder? Also das ist immer, so wenn man denkt, da kommt was um die Ecke und es ist irgendwie riesengroß und keiner hat es kommen sehen. Oh, Stichwort kommt was um die Ecke, wir kriegen halt Ein brauner Umschlag. Mach mal weiter, ich gucke mal in den braunen Umschlag. Also Stuxnet 2007 beweist natürlich eins, was jeder Architekt und Softwareentwickler kennt. Ein großes funktionierendes System war früher mal ein kleines funktionierendes System. Und tatsächlich war wohl der modernere Teil von Stuxnet nicht so schön wie der alte Teil. So wie bei Häusern eigentlich. Was? Das mit dem Leak müssen wir hier nochmal lernen, ne? Also mit der oh, interessant. Wir waren gerade bei E-Government, das war sozusagen ein passender Leak. Es geht hier um eine Statistik darum, wie viele Leute haben denn eigentlich diese EID-Funktion im elektronischen Personalausweis angemacht. Bayern liegt da ganz weit vorne mit immerhin 30%. Die anderen haben so zwischen 20 und 30%. In den Städten ist es mehr. Es gibt aber auch Personalausweisbehörden, die nur unter 10% haben von Leuten, die das aktivieren lassen. Und aus irgendeinem Grund ist ein stark sinkender Trend bei der Aktivierung der EID-Funktion im Personalausweis zu verzeichnen. Woran kann das nur liegen? Lass mich überlegen, du hast ein Produkt und es verkauft sich nicht. Wer ist schuld? Die Verkäufer. In dem Fall die Mitarbeiter in den Bürgerämtern. Steht hier auch. Also die werden, die müssen das sozusagen mehr, also hier gibt es dann offenbar so eine, so, jede Technik braucht ihre Zeit, bis sie sich durchsetzt. Na, sie müssen das jetzt mal machen, weil es ist ja modern, ist auch sehr schön. Ne? Und der Ausweis ist 10 Jahre gültig, auch wenn die Zahl der Anwendungen heute noch überschaubar ist. Denken Sie doch an morgen. Großartig. Oh, und wenn Sie die Online-Ausweisfunktion in ein paar Jahren erst einschalten, kostet es extra Geld. Ist auch schön. Und ja, und Sie mögen bitte Plakate aufhängen in den Bürgerbüros dafür, dass Sie mehr EID freischalten. Ganz großartig. Also 30% ist jetzt, klingt jetzt irgendwie nicht so wie irgendwie der, als ob der E-Government-Durchbruch unmittelbar bevorsteht. Wer von euch hat denn so eine EID-Funktion in seinem Personalausweis angemacht? Naja, okay, Moment, es gibt ja mehrere Motivationen, das zu tun, ne? So aus Forschungsgründen, ist vollkommen legitim, so ist halt, muss man mal. Also warum, also können wir mal, also bitte, ja, ich zitiere, ihr müsst das schon machen, ne, weil, und es auch nichts, passiert nichts, ja. Ohne Kenntnis ihrer PIN kann niemand ihren Ausweis im Internet verwenden. Traut euch. Wieso hast du das nicht vorgelesen? Das ist doch der Brüller hier. Ändern Sie heute noch nicht die Transport-PIN. Sie können den Brief so lange verschlossen aufbewahren, bis Sie ihn brauchen. Dann kann auch nichts passieren. Also mein persönlicher Rat ist, wenn das gerne jemand tun möchte, dann sich einen zuverlässigen Notar suchen und es dort aufbewahren lassen, damit man wenigstens was beweisen kann. Kostet wahrscheinlich mehr als der ganze Perso. Wunderbar. Genau. Elster rückt von Java ab. Das wird das Bruttosozialprodukt um 2% nach oben drücken. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Habt ihr das mal bedient? Wusstet ihr, wie langsam das ist und wie schnell das jetzt ist ohne Java? Nochmal? Also, Test 1, 2, ja. Also, es begab sich also zu dieser Zeit, dass der Dezember jährte und ich dran dachte, doch mal meine Steuererklärung für das Jahr davor zu machen. Und ich nahm mir meinen großen Stapel Papier, setzte mich vor meinen Browser, öffnete die in JavaScript geschriebene Elster Online-Anwendung verbrachte ungefähr 3 Stunden damit, dieses Formular durchzugehen und Dinge auszufüllen. Dann kam irgendwas dazwischen, ich glaube Essen. Ich bin also in die Küche gegangen, habe im Brot geschmiert, bin zurückgekommen, sagt das Ding, ihr 30 Minuten Timeout ist abgelaufen. Also dieses komische Windows-Excel-Elster-Formular, das hat dann funktioniert am Ende. Ich habe das getwittert, kam jemand und meinte irgendwie, das Problem kenne ich. Ich habe da in so einer Bude gearbeitet, die hat die Anwendung für die Arbeitsämter gemacht. Das ist auch so. Und nein, man kann nicht speichern, nach 30 Minuten sind einfach die Daten weg. Also leider kein Fortschritt. Okay. Nach unserer Definition ja schon, ne? Also weil Fortschritt ist Rückschritt beim E-Government, insofern. Aus zuverlässlicher Quelle, wie man die halt so im Internet hat, sieht es halt so aus, dass die auch jetzt ihre Strukturen beim Finanzamt so wählen wollen, dass die Microsoft Cloud-fähig sind, was natürlich auch ein Fortschritt beim E-Government ist. Oh ja, also insbesondere bei Open Data und Transparency und all diesen Dingen. Leider gegenüber den falschen Leuten, aber... Ja, man muss ja mit der Zeit gehen, nicht? Und Standards nutzen. Wer hat denn seine RFID-Chips gekillt? Hier. Genau, wer hat denn einen Perso mit, oder einen Pass mit getötetem RFID-Chip? Wer kennt jemanden mit einem Perso mit einem getöteten RFID-Chip? Ja. Genau, wer hat noch einen alten? Man kann genau, den darf man wenigstens noch für Tretboote hinterlegen, nicht wahr? Man kann einen Mikrowellenofen ja benutzen zum Desinfizieren. Ja. Und auf so einem Ausweis steht nicht drauf, dass man ihn nicht zum Desinfizieren in die Mikrowelle legen darf. Also, da sollte man vorher erstmal sehr sorgfältig mit Zeit und Leistung experimentieren, weil der Chip wird erstaunlich schnell, erstaunlich warm und gibt ein erstaunlich großes Brandloch. Ja, ich habe von jemand gehört, der... Ja, Hardware verschrotten, weil sie Software verseucht ist, gibt es ja schon eine ganze Weile so als Trend. Und da ja nun eigentlich jede Hardware mittlerweile Software ist, also wenn wir uns zum Beispiel mal so einen Computer angucken, hier nehmen wir mal so ein Notebook, ne? Der besteht aus so schätzungsweise, ich weiß nicht, 30, 40 verschiedenen Computern, die da so drin werkeln, so halt so irgendwie Kamera-Controller, Mikrofon-Controller, USB-Controller, Tastatur-Controller, Display-Controller und so weiter und so fort. Also so alle diese Dinge können ja für sich rechnen und wenn da eins von verseucht ist, die kann man ja nicht alle wieder entseuchen. Das, insofern denke ich mal, Hardware verschrotten, weil die Software nicht mehr vertrauenswürdig ist, dürfte demnächst häufiger der Fall sein. Uns wurde auch gerade noch ein interessantes Detail erzählt, zu Telefonen. Und zwar, da gibt es so Chips drin, die machen so Power Control, also die dafür sorgen, dass das irgendwie alles hoch und runter gefahren wird und die CPU genug Spannung hat und so weiter und so fort. Und die kosten Geld. Und zunehmend ist der Trend wohl dahingehend, dass man diese Chips durch den Hauptprozessor weitgehend ersetzt. Also nur noch sozusagen die physische Hardware hinten dran macht und aber die Kontrolle des ganzen Power-Gedöns von einem Stück Prozessor machen lässt, der wiederum zugänglich für Software ist. Was bedeutet, dass man möglicherweise demnächst dann aus Sicherheitsgründen größere Teile von Telefon- oder PC-Flotten per Software brickt, damit sie nicht mehr ein Sicherheitsrisiko darstellen? Redest du von Plasteroutern? Hast du gerade Plasterouter gesagt? Das hast du gesagt. Oder hast du gesagt LG Telefon, Fernseher? Das hast du gesagt. Ja, interessante Fragestellung. Also dies mit diesem Verschrottung von verseuchten PCs ist ja, da sind wir ja auch weit vorne. Das hat in Schwerin stattgefunden, genauso wie in den USA. In den USA haben sie mit einer Behörde, mit so einer Maßnahme 2,7 Millionen US-Dollar vernichtet. Die haben erst aufgehört, als sie pleite waren. Das nenne ich mal Commitment to Security. In Schwerin haben sie nach 170 Rechnern und 190.000 Euro für Neubeschaffung aufgehört. Aber das kann ja schon passieren jetzt, ne? Mit diesen Dingen, die da dieses Jahr hochgepoppt sind. Was war das? Intel Advanced Management Technology? IPMI meinst du? IPMI ist das Protokoll, ja, glaube ich, das genau. Sprechen. Ja. Kennt ihr IPMI? Wer weiß, was IPMI ist? IPMI? Also für die, die es nicht wissen, ist das Management-Interface eures Servers und eures Computers hängt mit dem nackten Hintern im Internet. Und also so, wenn man sich so die Mainboards so von größeren Herstellern anguckt, da werden so dann so typischerweise so mal so 30 remote exploitbare Vulnerabilities auf einmal gefixt. Das war so bei einem Hersteller dieses Jahr der Fall. Und die waren seit Jahren offen. Also es hat, und wenn man da noch mal ein bisschen rumgeht, dann sieht man das immer noch, die liegen auf relativ bekannten Ports meistens. Und wenn man da so ein bisschen drauf rumklopft, dann fällt es auch meistens relativ schnell auseinander. Da kann man interessante Dinge mit tun. So, man kann das BIOS bedienen, man kann die Software updaten, man kann die Dinger hoch und runter fahren. Alles sehr convenient und praktisch. Also das eine kommt ja von Intel, ne? Das ist, glaube ich, aus 2008. Und da fragt man sich ja wirklich, ob die da hysterisch lachend in einem Besprechungsraum gesessen haben und sich überlegt haben, ach, wir nehmen da so einen kleinen Power-PC oder einen ARM-Core. Ja, und dann lass uns da ein altes Linux draufschmeißen. Ja, genau. Und dann lass es, und was machen wir noch? Lasst uns ihm DMA geben auf das RAM. What could possibly go wrong? Ja. Und damit es bedienerfreundlich ist und günstig, lasse ihn auf demselben Ethernet-Port lauschen, wo der User seinen Stecker reinsteckt, und lasse es sich irgendwie eine DHCP-Adresse greifen und jedes Paket vor dem Application-Prozessor, möchte man ja jetzt schon fast sagen, also vor dem eigentlichen Hauptprozessor auf der Platine auswerten. Also wenn man sowas so... Ja, also es, jetzt muss man sich so den James Bond-Villian dazu so vorstellen. Also. Ja, was kann schon schiefgehen? Lass uns das machen. Ja. Und das ist wohl inzwischen auch auf Rechnern drin, die man so im Laden kauft. Ne? Also wir hatte da mit einem Engel gesprochen, der hatte keine andere Erklärung dafür, dass... also ein PC-Schrauber von dem Rechner seiner Mutter den Virus nicht mehr runterkriegte, der dann auch verschrottet wurde. Ach so, die haben sich überlegt bei Intel, wie sie schneller mehr Hardware verkaufen. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Oh Mann. Ja, noch schöner ist es dann, wenn die Software tatsächlich updatefähig ist und auch regelmäßig bei einem Update-Server anruft und der Update-Server dann mit Internet Explorer 6, Internet Information Server 6 läuft im Jahr 2013. So passiert bei Huawei. Huawei, ja. Ja. So, und jetzt die Geschichte mit Microsoft, und die haben ja extra Server, habe ich mir sagen lassen, auf denen die Crash-Informationen landen, die Crash-Dumps, die ihr ihnen vielleicht zukommen lasst, damit sie ihre Software besser machen können. Nee? Nein, nein. Die ihr der NSA zukommen lasst, damit die Malware besser getargetet werden kann. Damit die dann daraus Steuer-CDs brennen kann, meinst du? Ja. Oder was auch immer du gerade... als der Modus operandi für dich als Target sein wird. Ja. Ja, Medizingeräte ne, können wir alle. Ist meistens nicht so, dass man, also wenn man so im Krankenhaus liegt und dann so eine Ethernet-Dose neben seinem Bett hat und Langeweile hat. Es ist schon manchmal ganz schön doll gruselig so, also Selbst wenn man da nichts tut, sondern nur mal so guckt, was da so zu sehen ist, geht man dann doch lieber schnell wieder Tetris spielen. So. Es gibt Dinge, die will man nicht wissen. In diesem Jahr gab es dann eine Warnung zu 300 medizinischen Geräten, so wie ich das verstehe, alle mit Ethernet-Schnittstelle von 40 verschiedenen Herstellern. Und da ging es nur um fest eingestellte Passwörter. Da ging es noch nicht mal um veraltete Software oder sowas. Ein bisschen auf die Tube. Ja, und dann das Thema böse Defaults, oder? Also ich meine, böse Defaults geht ja los mit so kleinen bösen Defaults wie bei Browsern, ob der jetzt Third-Party-Cookies annimmt oder nicht. Das sind so die kleinen Defaults, die man eben richtig machen kann oder die man falsch machen kann. Der Inhalt des Certificate Stores, ne, von dem man Root-Zertifikate so in seinem System drin hat, fällt für mich auch unter böse Defaults. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann wird es ja spannend werden, wer denn auf der Basis von seinen selbstgewählten Defaults vielleicht auch nochmal richtig auf die Fresse fällt. Da gibt es die Firma RSA, nicht wahr? Die wohl, so stand es bei Reuters, 10 Millionen Dollar dafür bekommen haben, dass sie in ihrem Produkt B-Safe einen schlechten Default gewählt haben. Also einen bösartigen Default, muss man wohl sagen. Ja. Ne? Also ich meine, es geht ja, der schlechte Defaults, die sind halt entweder waren schon schlecht oder sind schlecht geworden. Und dann gibt es noch die bösartigen Defaults. Genau, und deswegen warten wir jetzt, weil wir an ausgleichende Gerechtigkeit glauben, immer noch im Jahre 2014 auf die Schlagzeile, dass sie mit B-Safe auch ihre Keys gesiedet haben, ihre eigenen. Also wissen wir nicht, aber liegt irgendwie nahe, ne? Wenn man schon mal so einen schönen kaputten Random-Number-Generator hat, dann kann man ihn auch für alles mögliche andere verwenden. Gut, was gab es sonst noch Bemerkenswertes? Ja, Biometrie, ne? War eines der interessanten Themen. Wer von euch nimmt teil an dem großen weltweiten Biometrie-Experiment Touch-ID? Genau, Starbuck hat teilgenommen, das war der, der zählte. Hä? Und dann war es auch schon wieder vorbei. Genau, das wurde Freitag, ne, war es in den Läden, jedenfalls die paar Läden, die eins hatten. Und Sonntag war das Thema durch, richtig? Und die wirklich wichtige Frage wurde nie beantwortet. Wie hat er es geschafft, schon am Samstag eins in die Finger zu kriegen? Ja doch, das wissen wir, Heise hat uns geholfen dabei. Ja. Und die haben Leute gehabt, die da an der Schlange standen? Ich weiß nicht, ich glaube, die hatten... Ah, die hatten ein Review-Ding, ja. Ne? Ja, ja, okay. Ja, nee, es war tatsächlich eine Kooperation mit Heise an der Stelle. Aber interessant an dieser Biometrie-Geschichte ist eigentlich was anderes. Also, Biometrie war ja einmal so ein bisschen so, naja, so schon wieder dieses Thema, irgendwie haben wir doch schon vor 10 Jahren kaputt gemacht und warum sollten wir es jetzt nochmal anfassen? Und wir tendieren ja mal so dazu, wenn wir so eine Technologie dann einmal so richtig kaputt gemacht haben, sie dann erstmal beiseite zu legen und zu sagen, so Gott, da wächst jetzt so schnell kein Gras mehr. Und was Apple da getan hat, war, gut, sie haben es versucht, so gut wie möglich zu machen, so, es war halt nicht gut genug, nicht weiter überraschend, aber sie haben zum Beispiel etwas getan, was viele andere nicht tun werden und auch nicht früher nicht getan haben, nämlich das Matching vom Fingerprint im Telefon zu machen. Das heißt also, den nicht in die Cloud zu schieben. Soweit wir wissen. Soweit wir wissen, genau. Was jetzt aber passiert ist natürlich irgendwie, da Apple ja der Marktführer ist irgendwie oder zumindest der Coolness-Führer oder wie auch immer, nehmen viele Hersteller, die sich eher so als Zweiter oder Dritter oder Vierter in diesem Markt verstehen, die Richtung auf, die Apple da vorgibt. Sprich, die bauen jetzt auch Fingerabdrucksysteme in ihre Telefone ein. Und das sind halt meistens so Android-Hersteller. Und die zeichnen sich vor allen Dingen durch eins aus, nämlich wenn sie irgendwo 1/10 Cent sparen können, dann tun sie das. Ganz einfach aus den Gründen der Margen, die sie da auf diese Telefone haben. Und so ein Chip, der Match-on-Chip macht, also im Telefon das Matching des Fingerabdrucks mit seinem Template macht und nicht irgendwo in der Cloud, ist einfach teurer. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass Apple mit diesem Touch-ID-Ding so ein bisschen die Büchse der Pandora aufgemacht hat und wir jetzt also im nächsten Jahr eine Menge Telefone sehen werden, die Fingerabdruckleser drin haben und also der wird natürlich genauso kaputt sein wie Touch-ID und sogar noch viel kaputter, weil sie alle geringere Auflösung haben. Aber eben das Matching nicht im Telefon passiert, sondern, also wenn überhaupt in Software auf dem Telefon, aber eher wahrscheinlich eben schon in der Cloud. Das heißt, diese Touch-ID-Nummer war quasi das Öffnen der Büchse der biometrischen Pandora, wenn wir dann nicht nächstes Jahr nochmal ein bisschen drauf klopfen. Ja, aber da nimmst du ja an, dass die anderen das hinkriegen, dass das funktioniert. Ja, also Gott. Es besteht noch Hoffnung. Eine der cooleren Sachen, die wir dieses Jahr gesehen haben, war diese Drohne, die andere Drohnen versklaven kann, weil wenn sie so in der Gegend rumfliegt, nach entsprechenden SIDs guckt von anderen Drohnen, dann das WPA, was da drauf ist, Brute Force, ja, den User rausschmeißt, also den eigentlichen Piloten rausschmeißt und dann anfängt der Drohne, die sie übernommen hat, Flugbefehle zu geben. Gibt's ganz ordentliches Video auf YouTube, das war auf jeden Fall echt was wert. Also ja, das waren AR-Drones, also worum es da ging. Die sind halt fliegende Exploit-Targets. Ganz, ganz großartig. Und dann kann da, also jetzt, wenn man ein bisschen Mühe, kann man so an einem schönen Samstagnachmittag im Park sich einen schönen Drohnenschwarm zusammen hijacken. Nochmal? Ja, Amazon shippt auch die AR-Drones, das ist richtig, ja. Ob sie denn auch mit den AR-Drones shippen, das wird noch die interessante Frage. Ich glaube ja eher an Rohrpost als an Drohne als Auslieferungssystem. Ja, genau. Wir hatten neulich mal bei einem Kumpel oder so sein Telefon zum Laden an so ein Netzteil gesteckt mit USB. Na? Und wer fühlt sich noch gut dabei? Ja, also Netzteile, die Telefone exploiten. Also wir leben einfach in so einer Zeit, wo diese ganzen Chips einfach viel zu billig geworden sind. Man kann sie überall einbauen, nicht nur in Bügeleisen, sondern auch in Netzteile. Und es ist eigentlich, muss man mittlerweile offenbar immer so kleine versiegelte Köfferchen mit sich rumtragen mit all seiner Hardware, die irgendwie mit der Hardware, die Informationen enthält, in Kontakt kommen. Hey, ich meine, du siehst ja auf diesen Flughäfen immer diese Säulen, oder? Mit diesen USB. Ja, da frage ich mich mal, benutzt die jemand? Ja, da siehst du Leute, oder? Echt? Ja. Okay. Tja, dann sollte man wohl mal welche aufstellen davon, ne? Dann gab es diesen total irren Bericht darüber, dass eine Smartphone-Kontrolle von Autofahrern, Achtung, Reizwort für deutsche Autofahrer, also Smartphone-Kontrolle bei Autofahrern bei Anfangsverdacht erlaubt. So, jetzt Kontrolle worauf? Auf Radarblitzer, Warnungssoftware. Wie muss da der Anfangsverdacht aussehen? Er ist nicht zu schnell gefahren. Ja, also das mit der Java-Abschaltung durch Browser und OS-Hersteller, ich meine, das ist mal ein interessantes Phänomen der Selbstverteidigung, das wir hier beobachten können und wo man sich dann schon die Frage stellt, ob man das weiterspinnen muss und wer irgendwann losgehen wird und diese ganzen Plaste-Router da draußen ausschalten wird, wegen der Sicherheit, keine Ahnung. Und USA berührungslos Daten einspeisen? Ja, naja, die Gerüchte gibt es ja schon eine Weile, ne? Aber ob es jetzt da was dran ist, wissen wir noch nicht so genau. Haben wir noch nicht gesehen, ne? Ja. Genau, Trojaner tarnen sich per Chatprotokoll. Und die Geschichten mit den Netzwerkkarten hatten wir schon, ne? Und eines der interessanteren Dinge dieses Jahr war ja der Internetzensus, also mal das ganze Internet durchklappern und auswerten. Wir haben da mehrfach drüber gelesen, zum einen von den ganzen diversen akademischen Research-Projekten, die das mal gemacht haben. Dann haben wir darüber gelesen, dass die NSA es auch tut und das GCHQ, also das Internet, vollständige Landkarten erstellen und zu gucken, was da überall so ist. Und dann bekamen wir eine interessante Einreichung im Vorfeld, wo jemand das auch von hier aus mal gemacht hat, also mal das gesamte Internet durchgeklingelt hat, weil wozu haben wir denn hier 100 Gigabit? Und zwar nur selektiv einen Port gefragt hat, in dem Fall den Port für VNC. Und dann einfach mal von immer, wenn da sich ein Bildschirm offerierte, der kein Passwort wollte, einen Screenshot gemacht und weitergegangen. Und dann haben wir halt da so ein bisschen ein paar Screenshots bekommen, aus denen wir mal einen kurzen Film gemacht haben. Ihr müsst genau hinschauen. So geht's los. Was ich einen sehr interessanten Kontrast fand zu den Vorträgen, die wir hier so hatten, die sich ja zum Teil damit beschäftigt haben, mit welchen fortgeschrittenen Angriffstechniken die NSA und Co. operieren und auch was es so an fortgeschrittenen Angriffstechniken gegen so die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen, halt so Address Space Randomization und was sonst noch so alles an Defense-Techniken, so, worüber wir so reden. Genau, wie man den Air-Gap überwindet. Genau, also wie man es schafft, halt Maschinen, die nicht am Netz sind, zu erreichen und so. Und dann geht man einmal durchs Internet und klingelt und macht, also man dreht noch nicht mal die Türklinke runter, sondern man guckt nur so und dann bekommt man den Abschaltknopf für den Notstromdiesel. Ja, genau, oder die Pumpe für die Wasserversorgung von whatever. Oder das Einstellungssystem für das Chlorlevel im Schwimmbad. Oder das Pizza-Order-System von irgendwem. Oder die Banking-Software, die diverse 100.000 € gerade anzeigt. Und so weiter und so fort. Kameras, Facebook-Logins. Online-Poker, auch sehr beliebt. So, ne? Wo Leute sich beim Online-Poker gegenseitig digital über die Schulter gucken. Genau, ich meine, du guckst dir das an, ja, denkst da, ich will nicht mehr sehen, zeigt mir nicht noch mehr. Also ich glaube nicht, dass ich noch schlafen könnte, wenn ich mir davon mal 120 Screens reingezogen hätte oder so. Auch. Gut. Ja, ist das jetzt alles böse Hardware? Ich hab da kürzlich auch eine Website gesehen, ich habe den Ohr nicht mehr im Kopf. Aber da hat jemand da das Gleiche gemacht mit Webcams, Überwachungs-Webcams. Da waren auch lustige Sachen dabei. Er hatte, glaube ich, so 300, 400 Videos da drauf stehen. Also so Kameras, die man auf sie sich aufschalten konnte. Ja, ich glaube, das war eine Kunstinstallation, nur mit Public-Kameras, die nicht wirklich möglicherweise public haben. Also davon gibt es viele 10.000. Also oder so, ja. Wenn man sich halt, also das Interessante daran, also was es ja zeigt, dass die Verbreitung einer unsicheren Technologie ist mittlerweile so groß, dass man immer gleich mehrere 10.000 davon in diesem Internet hat. Und wenn man die dann findet, dann hat man die halt. Das heißt also, es ist nicht so, dass es halt irgendwie ein, also dass man sich darauf verlassen kann, so, ja, Herrgott, wer soll das schon finden hinter dieser IP-Adresse? Da führt ja kein Link dahin. Nein. Ne? Wenn man aber 100 Gigabit hat, dann... Eins, er hatte nur eins, oder? Oder auch wenn man nur 1 Gigabit hat, dann ist es nicht mehr so ein großes Problem, eben mal alle durchzuprobieren. So, das heißt also, die, ja, da sollte man schon ein bisschen drauf achten. Nein, das war ein Anbieter, der anbot, dass man seine Kamera über eine Webseite von jedem Ort aus abrufen konnte. Das waren Anwohner, die diese Webcams zu Hause in ihren Wohnungen oder in ihren Clubs oder Ähnliches installiert hatten. Ich habe mich da, glaube ich, auch mal eine Nacht durchgeklickt. Und ich glaube, ich habe sie hinterher ausgemacht, weil es mir einfach zu peinlich vorkam, weil ich so diese voyeuristischen Intentionen dann irgendwie nicht durchgehalten habe. Ja, also gut, man kann auch einfach sich den, mal so den typischen typische Strings aus der Management-Software von solchen Kameras irgendwie mal nach Google schmeißen und da findet man Tausende, ja, also die, von denen nicht mal die Hälfte ein Passwort gesetzt hat. Also es ist, von sowas gibt es halt viele, nur ich finde so den Unterschied zwischen, naja, auf eine Webcam gucken und den Chlorlevel im Schwimmbad einstellen, ist schon... Ja, böse Hardware, Bügeleisen hatten wir schon. Ja, Evil SD-Card-Controllers, das war so einer dieser Talks, der mich auf diesem Kongress schon so ein bisschen so, auch was wieder einer dieser, ach, vielleicht nicht doch Gärtnern oder so oder Tischlern oder so. So, weil eine Menge Leute hatten jetzt angefangen, so nachdem USB-Sticks nicht mehr so richtig vertrauenswürdig waren, zu sagen, na gut, dann nehmen wir halt SD-Cards, so Pech gehabt, ging auch nicht mehr. Sehr schade. Ja, ja, vor allen Dingen, dass, ne, die können mit dem Datenstream, der da reinkommt und rausgeht, halt alles machen und noch an jedes PDF einen Virus dranhängen oder sagen, sie hätten nur 2 Gigabyte, obwohl sie eigentlich 4 haben und alles, was spannend ist, nochmal in einen gesicherten Bereich reinschreiben, den der User nicht sieht und so. Also, da geht zu viel. Ja, eines der Dinge, die wir 2014 sehen werden, ist die Einführung von UEFI-BIOSen, die tolle Sachen machen können, nämlich nachladbare Module. Man muss für die Malware nicht mehr das gesamte BIOS flashen, sondern man kann einfach ein Modul nachladen. Das ist sehr praktisch. Genau, das wird den Diensten auch entgegenkommen, ne? Ja. Also, weil dann wird erst das NSA-Modul geladen, dann das BND-Modul. Und dann sind die Russen dran? Genau. Also ich weiß nicht, wer sich so mit diesen ITU-Standards auskennt, also für Telekommunikation. Die, da gibt es für die Lawful Interception, also für das Abhören, gibt es so einen Standard, dass mindestens, also die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, dass 5 unabhängige Dienste, Polizeibehörden, was auch immer, unabhängig voneinander jemanden abhören können müssen. Ohne dass die Dienste mitkriegen, wer da noch alles abhört. Und oder dass derjenige, der abgehört wird, es mitbekommt. Was passieren soll, wenn es mehr als 5 sind, ist so ein bisschen undefiniert. Es soll Fälle gegeben haben, wo sowas passiert ist. Und jetzt fragten wir uns so, wie ist es eigentlich mit Computern, ne? Also wenn sich dann da so mehr als 5 Leute in diesem BIOS auf die Füße treten. So, also wenn ich mir so vorstelle, so Jake zum Beispiel, so bei dem wird es bestimmt schon ganz schön eng auf dem Computer, so platzmäßig. Ja, eines der wesentlichen Dinge für 2014 wird das Problem, was wir immer mehr gelernt haben, dass es alle möglichen Side-Channels gibt, die es möglich machen, die Krypto zu brechen. Also angefangen von Mikrofonen, Beschleunigungssensoren, mit denen man Passworte abschnorcheln kann, über Geräusch, was die Stromkonverter an den CPUs machen und so weiter und so fort. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten des Angriffs auf Computer. Immer beachten so, Zehntausende offene VNC-Webseiten versus einen Kryptoangriff, der versucht, den Key aus dem Geräusch, was der Power-Converter der CPU macht, zu rekonstruieren. Das ist sozusagen das Spektrum, von dem wir jetzt gerade reden in der IT-Security. Aber klar ist, die Kontrolle über die Sensoren wird ein wesentliches Problem der IT-Security werden. Ja, wenn man, ne, die Passphrase, die jemand eingibt, also wenn die Passphrase, die jemand eingibt, mitgehört werden kann von einem Telefon, das nur auf demselben Schreibtisch liegen muss, aber 1 Meter entfernt sein darf, dann braucht man die Krypto nicht mehr brechen, ja, weil man einfach die Passphrase abgreifen kann. Und wenn wir böse Hardware sagen, dann meinen wir eigentlich böse Software, weil was ist denn da noch Hardware? Das ist ja alles Software. Also das ist alles Hardware, die Software ausführen kann. Und deswegen ist die Frage immer nur, wo ist der JTAG? Oder? Oder der SPI. Oh. Ja. Böse Netze. Genau, das mit diesen Internet-Zombie-Datenbanken oder potenziellen Zombie-Datenbanken, das wird sich jetzt langsam füllen. Es gibt da ja so schöne Projekte, die so CVI-Vulnerability-Datenbanken haben. Das muss man dann nur verknüpfen mit so einem Internet-Zensus. Das immer schön auf dem Laufenden halten und dann weiß man bei dem nächsten Zero Day gleich irgendwie, wo man hingreifen muss, wenn man mal ein paar Millionen Zombies braucht. Ne? So, einer der Klassiker, den wir schon eine Weile haben, ist ja die Baseband-Apokalypse, also die Baseband-Chips in den Mobiltelefonen. Ja, wir haben aber immer gesagt, dieses Jahr noch nicht, ja, glaube ich. Mal, glaube ich, sind wir der Meinung, 2014 könnte es passieren. Es gibt mehrere Faktoren, die dafür sprechen. Zum einen sind Basestations, mit denen man so ein Baseband effektiv angreifen kann, über 2G oder 3G mittlerweile echt billig geworden und ubiquitär verfügbar. Zum anderen ist in diesen Basebands mittlerweile alles Mögliche drin, also wirklich alles Mögliche, von Spracherkennung über Videodekodierung und so weiter und so fort. Und wir haben quasi eine Monokultur, weil irgendwie 90% aller Smartphones, die geschippt werden, sind Qualcomm-Chips drin. Genau, dann erinnert ihr euch, ne? Monokultur hatten wir schon mal gesehen. Alle benutzen dasselbe, hatten wir schon mal gesehen, hat irgendwie, sitzt auf demselben Ding wie der Application-Prozessor, ja, also es ist irgendwie dasselbe wie bei so einem PC mit so einem MMI oder was auch immer Interface. Und das ist natürlich ein enorm saftiges Ziel, ja, wo man sich eigentlich fragt, warum ist da nicht schon früher was passiert, weil so ein Baseband, das kann dann SMS verschicken. SMS können sehr schnell sehr teuer werden, das kann Minuten produzieren und alles das, ohne dass es der User mitkriegt. So. Und ich glaube, letztes Jahr haben wir noch gesagt, na, was uns noch schützt, ist, dass die Batterielaufzeiten alle nicht gut genug sind von den Telefonen. Also Leute würden das sofort merken, wenn das Ding verseucht ist, weil es die Batterie so schnell leer zieht. Aber der Punkt ist eben, dass diese Basebands überall reinwandern, auch in ganz viele Geräte, die einfach immer Strom haben. Ja? Und jetzt sogar die ersten anfangen, diesen Chip noch mit drauf zu kleben, auch wenn es ein Bügeleisen ist. So. Und wenn man das alles zusammenwirft, in einen Topf schmeißt, ne, einmal umrührt und sich dann fragt, was wird bei rauskommen, dann denke ich, ist die Baseband-Apokalypse jetzt doch vor der Tür. Wir werden sehen, wir haben uns in der Vergangenheit höchstens um 10 Jahre verschätzt. Ja, neue Geschäftsfelder. Ne, was haben wir denn da so? Eine Idee, die wir da so war so bei so Insolvenzen, fallen ja auch Zertifikate an, nicht wahr? Das ist immer so, wenn du dir anguckst, was hast du letztes Jahr gesagt? Letztes Jahr haben wir gesagt, Domainnamen kaufen aus Insolvenzen, um dann darüber Malware zu servieren. Ja? Nein, natürlich nicht zu Ende gedacht, Malware zu servieren. Ja? Und jetzt Zertifikate aus diesen selben Insolvenzen kaufen, damit Malware signieren. Da sind wir wieder bei dieser Signatur-Apokalypse und möchten nochmal auf diesen absolut epischen Bugzilla-Thread hinweisen über Honest Ahmed, Used Cars and Certificates. Ja, den solltet ihr auf jeden Fall alle nochmal nachlesen. Ja, episch. Also der eheliche Ahmed mit seinen Gebrauchtwagen und Zertifikaten und wieder an dem Punkt, wo man die Wahrheit, also die Realität von Satire nicht mehr auseinanderhalten kann, weil dieses Jahr ist ja ein signierter Trojaner aufgetaucht, ich glaube von DigiCert signiert, und die Signatur war von einem Automobilhändler, den es nicht mehr gab, also der insolvent gelaufen war oder so ähnlich. Tja, Used Cars and Certificates. Ja, Phishing-Mails lektorieren ist auf jeden Fall drin. Und wir wissen ja alle gerade halt so, nach dem Studium ist ja meistens ein bisschen schwierig, so einen Job zu finden, so gerade in so ein bisschen abseitigeren Feldern, so wenn man zum Beispiel Psychologie studiert hat, auch so Erpressungstrojaner-Schreiber brauchen noch Spezialisten, die dafür sorgen, dass der Trojaner möglichst effizient funktioniert. Genau. Ja, und dann den Suchmaschinenanfragen-Mixer. Das gibt es doch bestimmt schon, oder? Das kann ich doch bestimmt schon als kommerzielles Produkt kaufen. Weil wenn ich mir so angucke, wie sich manche Firmen Sorgen machen, dass jemand mitkriegt, was in ihrer Forschungsabteilung läuft, und trotzdem benutzen sie alle Google, um, also die Forscher in diesen Firmen benutzen alle Google, um rauszukriegen, wie sie gerade ihr Problem lösen. Da ist doch auch jede Frage an Google eine Antwort an Google. Und das möchte man doch eigentlich durch den Mixer stecken. Okay. So, die Abschlussrubrik immer wie immer Trendsportarten. Genau, also wir haben die leichten Sportarten, so wie einfach mal mit einem offenen WLAN herumfahren und gucken, wer sich einbucht. Also so wie, ne, wie viele Bügeleisen sind es denn? Und das ist so ein bisschen wie, man hört ja immer, dass die Jugend nicht mehr so weit herumkommt wie früher. Also früher ist man auf dem Land mit dem Schmetterlingsnetz über die Felder gerannt und hat hinterher geguckt, was drin war. Wir von der Küste sind mit dem Kescher durch die Wogen gelaufen und haben hinterher geguckt, was drin war. Das macht man jetzt, denke ich. Mit dem Android-Tablett, das man bekommen hat zu Weihnachten mit 12. Ja, das ist die Wiederholung. Wir haben schon gesagt, wir brauchen mehr Open Data, wir brauchen mehr Sensornetze. Und manchmal fragt man sich dann, ob man die wirklich will. Ja? Aber wir müssen Baselining machen, da führt kein Weg dran vorbei, sonst kriegen wir nie raus, was normal ist. Genau, und dieses Rauskriegen, was normal ist, ist sowas, was wir für 2014 sehr dringend empfehlen. Mehr Logfiles lesen bzw. mehr Logfiles durch Software lesen lassen, weil wenn man mal genau hinguckt, ist der größte Teil von dem, was wir so gehört und gelesen haben, auch was die NSA und das GCHQ tun in den Netzen, also mit Verkehr umleiten und irgendwie schneller sein und diese Quantumattacken und so weiter und so fort. Wenn man genau weiß, wonach man suchen muss, dann finden sich davon Spuren in Logfiles. Insbesondere wenn man Logfiles aus mehreren Stellen aggregiert, dann lassen sich auch, wenn man Timing hat und so weiter und so fort, eine Menge interessante Sachen rausfinden. Deswegen so als Empfehlung, wenn ihr gelangweilte Akademiker seid, die gerade ein neues Projekt für die Doktorarbeit suchen oder so, sucht euch doch mal ein paar große ISPs und macht mal ein bisschen Data Mining auf den Logfiles, um zu gucken, was da so an Kram installiert ist, der da nicht hingehört. Genau. Und wem das zu logisch ist und zu abstrakt und zu bildschirmorientiert, der mehr so hands-on sein will und nochmal mit dem Lötkolben beigehen, noch gibt es oder jetzt gibt es endlich auch Military Surplus Infrastructure, also nicht nur Hosen, sondern auch Schüsseln und andere Sachen, mit denen man noch wirklich was machen kann, und das taucht jetzt langsam auf den Schrottplätzen dieser Welt auf. Oder auf eBay. Und in den geostationären Umlaufbahnen. Ne? Also auch in den geostationären Umlaufbahnen ist jede Menge Surplus-Hardware, die gerade nicht mehr benutzt wird. Genau, also da geht noch was. Da geht noch was. Also es gibt noch eine Menge zu tun. Genau. Damit kommen wir zum Ende und wünschen euch, wie immer, einen guten Rutsch ins Jahr 1984. Und da wir jetzt schon so ein bisschen länger gebraucht haben als geplant, werden wir jetzt gleich direkt nahtlos zur Abschlussveranstaltung überleiten. Lässt du mich eine Sache noch sagen? Na klar. So, for everybody who wants to see the closing event in English, in Saal 2, we have a streaming with the translation, so go over there.